Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Syndra. Sie gehört der Rolle der Magier an und man spielt sie in der Midlane. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch ihre Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt sie eine geringe Robustheit und hält wenig aus. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten gegen Ende des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen mit der passive Transzendenz. Syndra sammelt Splitter des Zorns, wenn sie Stufen aufsteigt, Gegner mit 2 Fähigkeiten in wenigen Sekunden Schaden zufügt oder große Vasallen tötet. Bei 120 Steigerungen des Zorns wird Syndras Fähigkeitsstärke um 15% erhöht. Syndras Fähigkeiten können außerdem verbessert werden und erhalten zusätzliche Effekte, wenn sie auf dem höchsten Rang sind. Bei der Q kann Syndra eine zusätzliche Ladung dieser Fähigkeit besitzen. Die W gibt ihr zusätzlichen absoluten Schaden auf der Fähigkeit. Wird die E verbessert, erhöht sie die Breite und alle getroffenen Ziele werden noch verlangsamt. Und bei der Ultimate werden alle Ziele, die unter einem gewissen Prozentsatz ihres Lebens sind, sofort exekutiert. Bei der Q beschwört Syndra eine dunkle Sphäre und verursacht magischen Schaden. Die Sphäre verbleibt und kann mit ihren anderen Kräften manipuliert werden. Kommen wir zur W. Syndra ergreift und schleudert eine dunkle Sphäre, einen gegnerischen Vasallen oder ein Monster auf Gegner, wodurch diese magischen Schaden erleiden und deren Lauftempo verringert wird. Die E ist ihr Zerstreuen der Schwachen. Syndra verursacht magischen Schaden und schleudert Gegner und dunkle Sphären zurück. Von dunklen Sphären getroffene Gegner werden betäubt. Zum Schluss zur Ultimate. Syndra bombardiert einen gegnerischen Champion mit allen ihren dunklen Sphären. Umso mehr Kugeln der Dunkelheit sie beschwört hat, umso mehr Schaden macht diese Fähigkeit. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein, in der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.